Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vize Beast Infinity Evolved. Mit dabei der Sorasheimer Sandy Luftschlägt. Wunderschön, hallo. So, wir beide hübschen heute was vor. Wir gehen in Twilight Forest. Yep, und dafür haben wir uns ein bisschen umgerüstet. Ich habe mein altes Schwert und Josh hat auch ein neues Schwert, weil. Ja. Da möchtest du es erklären? Ja, weil, wenn man jetzt mal hier so schaut, Draconic Staff of Power, das. Wyvern's Sword, das sind ein bisschen zu stark, also die werden zu wahrscheinlich 100% werden die Gegner da One-Hit und wir wollen doch schon noch eine Herausforderung. Genau. Dafür habe ich mir jetzt mal ein neues Schwert geschmiedet, auch richtig schön Zelda-like Master Sword genannt. Und dann würde ich sagen, go. Jo. Hab ich alles. Warte mal, ich glaube, wir haben, ich habe es vergessen, ich nehme nur vorsichtig was Papier und Glowstone mit. Dann tue ich kurz jemanden in den Zaun aufräumen. Drei Plätze brauche ich frei. Wir brauchen nämlich gleich eine Magic Map. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir dafür erstmal eine normale Map. Ja, wir brauchen Papier und Magic Map Focus. Jupp. Aha, okay. Ich nehme auch nochmal ein Crafting Table mit. Du, kein Problem. So, Crafting. Komm, nehme ich mal. Ja, ich nehme die 6 mit Ende. Ja. Gut, dann bin ich jetzt auch schon wieder da. Aha. Und go. Und top. Oh. Jetzt bin ich gewartet. So. What? Wir brauchen nämlich jetzt, wie gesagt, einen Magic Map Fokus. Und wenn wir mal schon wieder gemacht wird, dafür brauchen wir eine Rabenfeder, Torchberries und Glowstone Dust. Okay, wir brauchen noch Glowstone, das habe ich jetzt vergessen. Versuch du schon mal den Raben zu finden. Ich suche für 2 Federn, dann suche ich schon mal Torchberries. Ja, bin dabei. Oh. Okay, ich habe die Torchberries schon. Oh, das ging schnell. Dann mache ich das jetzt, glaube ich, auch noch ganz, ganz. Ich habe gerade. What the heck ist das? Ein großer Turm. Ja, da müssen wir später rein. Okay, dann setze ich mir mal kurz einen Waypoint hier. Oh, wir sehen okay. Schon noch recht viel Biom. Ein großes Haus. Okay. Habe ich. Komme ich von hier aus da rein? Nein, komm, dann grabe ich mich da gerade rein. Da könnte was sein. Da. Was bist du denn? Ah, auf dem Foto, okay. Aha. Ah, hier ist Glowstone. Ja, also. Also, ich habe alles zusammen. Okay, dann komme ich wieder zu dir. Hast du die Rabenfedern? Also, noch nicht. Ich bin noch am Suchen. Ja, okay, dann. Suche ich jetzt auch nochmal nach einem Raben. Hier ist ein Spawner. Ist das einer? Also die Rahmen solltest du auf jeden Fall erkennen. Ja, so. Oh, hier ist einer. Okay. Und hat keine Feder gedroppt. Komm. Jawohl, ich habe eine Feder. Eine? Jo. Gut, dann brauchen wir nur noch eine. Wo ist noch eine? Ach, da ist noch eine. Sehr schön. Jawohl, und wow, 3 Federn sogar. Ja, super. Dann komm mal zurück, ich bin im Portal. Jo. Dann muss ich mal meine Portkant und zack. So. Schnell weg. Dann gebe ich mal einmal Glowstone Dust. Und eine Torchberry. Ja. Und 8 Papier. Und eine Rahmenfeder kriege ich bitte von dir. Ja, Moment. Zack. Und dann kannst du jetzt mal anfangen zu craften. Eine Torchberry, eine Rahmenfeder. Und ein Glowstone Dust? Ja. Da kriegst du einen Magic Map Fokus. Und da machst du jetzt einfach Papier drum und dann hast du eine sogenannte Blank Magic Map. Okay. So, das ist das hier. Ja, da machst du jetzt einmal Rechtsklick und dann siehst du, wo wir sind. Und was bei uns in der Nähe ist. Ja, also das ist auf jeden Fall nützlich. Und jetzt können wir einfach über die Achievements gehen. Das ist das Lustige. Ja. Weil wir müssen jetzt gleich unseren ersten Boss suchen. Okay. Und zwar müssen wir die Naga finden und besiegen. Oh,
Hört sich schon mal interessant an, der Name. Ja, Naga ist der erste Boss, also ist noch lappisch. Okay. Ah, auf der Karte ist jetzt keiner verzeichnet, aber wir können einfach mal hier in die Richtung fliegen. Ja. Ach, du kannst ja nicht fliegen, ne? Also Jetpack habe ich noch dabei. Das, ja, okay, dann fliegen würde ich sagen, wäre schon nicht so schlecht. Ja, also das habe ich jetzt eh auch abgequält auf Hand. Das ist einfach mehr Energie und ja, etwas schneller. Also Naga, hast du schon mal den Twilight Frost gemacht? Das ist das erste Mal. Okay. Eine Naga findet man eigentlich relativ häufig. Aha. Erkennt es eigentlich auch daran, dass du ein relativ ganz, ganz großes Feld hast, so ein Ruin-Style. Okay. Oh, nice, hier ist schon. Ja. Wir haben uns gerade aus den Augen verloren, ne? Ich bin. Moment, ich dich einfach hier. Ich gebe dir einen Tipp: flieg nicht in den Sumpf. Das heißt nach links. Also, das nehme ich mal mit. So. Oh, das ist ein Hut, den brauche ich noch nicht. Ah, doch, schade. Ah, der Server hängt gerade so ein bisschen nach. Muss halt auch neue Welten generieren. Ja, super. Mir geht's eigentlich recht gut mit den FPS. Ah, das. Okay, Moment. Mhm. So, dann mache ich mal einen kurzen Sprung mit. Boah. Okay, nichts Gutes dabei. Ich hatte gehofft, dass ich gerade vielleicht noch eine Portal Gun finde, aber naja. Ja, das ist auf jeden Fall nice, wenn man noch eine Portal Gun. Weil ich will ja irgendwann mal alle haben. Ja, welche habe ich eigentlich? Ich habe die Atlas. Oh, hier. Okay, wir gehen unterwegs. Also nicht. Hier jetzt nicht die Sammelschnell, die Naga, ne? Mhm. Ach, verdammt. Aber Naga sollte in diesem Gebiet eigentlich auftauchen. Aha. Also es ist, Twilight Forest ist so aufgebaut, einige Gebiete sind noch gesperrt, wenn man den gehörigen Boss noch nicht besiegt hat. Ah, okay. Hier ist was, oder? Ja, die Map lädt gerade extrem kacke nach. Wow. Da habe ich jetzt Lag gehabt. Ja, der Server ist ja wie gesagt eine neue Welt, den Twilight Forest am generieren. Ja, es ist. Also das kann einen schon mal lecken. Ja, also ich denke mal, die Zuschauer können das verkraften. Mhm. Oh, hier ist was. Was haben wir hier? Twilight Forest Skeleton Tweet Spawner. Es könnte auch schon mal könnte vielleicht auch heute sein, dass wir nicht alles in dieser Aufnahmesession machen, ne? Ja, also ist es kein Problem. Müssen wir uns nochmal treffen dann. Mhm. Und nach meinem wundervollen Let's Play von Direwolf, dem Direwolf 20 Pack, gehe ich auch mit den niedrigsten Erwartungen in den Twilight Forest, weil ich schon einfach weiß, wie es endet. Ja. Ja, du kennst es ja noch nicht. Noch nicht. Ja, die Map könnte sich auch mal nachladen. Ja, ach du Scheiße, weil der geht langsam zu Nagas. Ja. Ah, jetzt. Boah, weißt du was? Ich reconnecte einfach mal gerade, vielleicht lädt er dann besser. Ja, jetzt kommt es langsam. Ah, da fliegt auch zu mir geflogen. Hallo. Mhm. Du. Ja, und hier hängt er wieder. Okay, das. Ja. Komm schon, Twilight Forest Server, wir glauben an dich. Jo. Ja, daran erkennt man auch, dass das Botpack ziemlich groß ist. Der Server hat extrem Probleme nachzuladen. Ja, Bisschen das Leere in die Leere geflogen, oder was? Ja, also ich bin ein bisschen davor gelandet. Ja, niemals in die Leere reinfliegen. Ja, das gibt ein Disconnect. Weil der dann. Das war was da noch am Berechnen, was da hin soll. Ich hab ne Naga. Okay, oh, das war noch zu leck. Das war wieder falsche Map.
Ich bin bei minus 2460 und Z minus 994. Aha. Müsste, glaube ich, in die richtige Richtung fliegen. Okay, das war ein bisschen zu weit von euch. Also noch sehe ich dich nicht. Ja, so bin jetzt bei Z minus 250 erst. Ja gut, bist aber bald da. Ja, und wo bist du bei du bist wo bei Z? Ich bin jetzt bei minus 2179. Ja gut. Hier ist auch nichts drin. Schade. Okay. Das müsste dann hier irgendwo sein. Oh, da ladet bei mir nicht. Okay. Ich habe gerade hier voll den Disco-Himmel. Bei mir will gerade den Night Vision nicht von der Rüstung nachladen. Ah, jetzt ladet es wieder. So. Ja, jetzt ist auch hier neben was aufgetaucht. Aha. Ansonsten wollen wir einfach gerade sagen, wir porten dich. Ja, so jetzt. Ich glaube, da machen wir für diese Aufnahme im Teil der Faust die Regel, Porten ist erlaubt. TP. Ja, Moment, ist noch so ein Haus. Ja, komm, die Häuser sind kacke. Ja, leider keine Porten kann. So. Ah, so sieht das aus. Dann. Ja. Aber wenn wir jetzt hier reinfliegen. Ja. Naga. Ah, den kenne ich sogar. Cool. Und go. Du siehst hier halt nicht viel aus. Ja, also für den ersten Boss, das ist, ja. Sehr schön. Was bekommen wir da alles? Naga Scales. Aha. Eine Naga Trophy. Ja. Und ein Epic Shader Graphic und Miniatur Yellow Heart. Ich würde sagen, das teilen wir später alles auf, ne? Ja. Natürlich bin ich auch mit dem vollen Inventar in den Twilight Frost gegangen, so schau wie ich bin. So, wir müssen in die Schiffe reinschauen. So, Folge geht noch was, sehr schön. Moment. Aha. Das mit den Nagaskates hat nicht getriggert. Einmal so, einmal so. Ja. So, das haben wir jetzt geschafft. Jo. Und als nächstes müssen wir jetzt zu diesem Turm, den du am Anfang gesehen hast. Und da ist der nächste Boss. Der Twilight Lich. Das wird spannend. Gut. Moment, dann suchen wir jetzt den Portal. Sehr schön. So. Jetzt müssten wir. Welche Richtung war das? Ich glaube, die war's. Wenn als erstes wendet. Jo. Oh, hier ist er. Genau. Weil das Lustige ist, vorher konnte man hier die Steine nicht abbauen, die waren dann geschildert. Ah, okay. Ich würde sagen, mache uns einen Eingang. Jo. Gut. Ja, ups, ups. So, und rein. Vorsicht, hier ist ein Deftome. Hier sind nämlich fliegende Bücher. Ah, okay. Das ist ja mal so geil aus. Ja. Und weißt du, wo der Twilight ist? Ich schätze mal an der Spitze. Genau. Ich würde sagen, jeder eine Treppe und go. Jo. Oh. Und da bin ich gleich mal runtergeflogen. Also, ich bin oben angekommen. Ich warte gerade nur noch auf dich hier. Ja, ich bin auch gleich da. So. Ui, und go. Twilight Lich. So. Oh. Ah, direkt vor mir ist er. Ja, das Lustige ist, die Schilder hier. Ja. Wir müssen dann eben halt so viel Damage machen, bis die Schilder down gehen. Ah, okay. Ah. Also am einfachsten geht das eigentlich, der verschießt Enderperlen. Die kannst du auf den zurückschmeißen. Ja. Wie ist denn der da? Ja, der hat schon ein Schild verloren. Okay. Der Bogen ist nicht so gut. Nee, da einfach draufknüppeln. Ja. So. Am besten ging das mal, soweit ich weiß, einfach in der Ecke stellen. Aha. Und warten, bis die Enderperlen verschossen werden. Oh, okay. Das ist kurz hoch. Ja, geil.
Ja, der ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Ja, wir haben auch ja schon. Ein Schild nur noch. Aha. Also zwei Schilde. Mhm. Wenn die Schilde down sind, dann war es das. Mhm. Okay. Ich glaube, ich werde mal kurz Minecraft ein bisschen leiser machen. Mit einem Bossfight erstmal Minecraft leiser machen. Ja. Wie ist das besser? Ah, das ist schon viel besser. Ja, ein Schild, oder? Mhm. Ups. Na, komm schon. Na, wo ist er? Hier? Ja. Ah, jetzt haben wir ihn. Und da ist er. Nee, Quatsch, da ist er. Und? Jawoll! Jawoll! Touch Bayern Death. Okay. Du hast es nicht bekommen, weil du noch die Trophäe brauchst. Mhm. Und das Scepter. Das sieht geil aus. Hast du noch Platz in deinem Inventar? Ja, ich habe noch viel Platz. Gut, weil ich schmeiß jetzt hier erstmal so ein bisschen Scheiße weg, dass ich nicht brauche. Aha. So, was aber nicht hier schön ist. Ja, das ist so ein Bücherraum einfach. Ja, so. Komme ich nochmal her, wenn ich Bücher brauche dann. Ja, ja. So. Gut, dann würde ich sagen, neuer Ausgang. Ja. Den mache ich erstmal hier richtig schön demolieren. Mhm. LOL! Aha. Ach du Scheiße. Seit wann sind das Silberfische? Das ist mir jetzt auch neu. Okay. Ich weiß es nicht, als ob die jetzt wirklich mal den Twilight Forest fertig gemacht haben. Oh, verdammt. Das kann weg, das. So. Die Paintings können weg, das kann weg. Und das Goldschwert kann auch weg, genau wie die Helme. Ja, das so. Achievements. Das nächste Ziel müsste, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, wir müssen in den jetzt ein Labyrinth finden. Ja. Und da. Moment. Aha. Genau. Wir müssen jetzt in den ins Labyrinth gehen und da einen Miniboss besiegen. Okay, bin gespannt. Aber ich schätze mal, dass wir jetzt keinen Labyrinth finden werden, bis die Folge vorbei ist. Ich glaube, da müssen wir... Hast du dir einen Waypoint am Portal gemacht? Ja, da ist auch meine Bottlegun. Mach das jetzt nicht weg, das Bottlegun-Portal. Mhm. Weil das ist ja jetzt noch bei der, sammel schnell, beim, der Naga noch, ne? Ja, so eins ist dort. Weil dann können wir von da aus suchen gehen. Mhm. Jetzt muss ich noch das Portal finden. Also am Spawn wird das andere Portal. Ja, ich weiß nur nicht, wo das Spawn ist. Also im Moment, ich kann das umsetzen vom Spawn. So. Jo, lass ihn mal. Gut. Lol. Da bist du. Die ist ja auch Overnote. Okay, würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung. Ja. Auch mal hier gerne mal in die Risse schauen, weil da kann man auch mal so ein Labyrinth manchmal finden. Aha, okay. Erstmal die Musik was leiser machen. Und der Server lädt wieder nicht nach. Ja, also bei mir geht's gerade noch. Ah, jetzt geht es auch. So. Also das letzte Mal, wie gesagt, habe ich echt die unglaubliche Erwartung in den Twilight Forest gesetzt, weil ich ihn damals schon so cool fand und dann... Ja... Könnte man ein bisschen noch aufpimpen. Ja, glaub, das wird gegen Ende, wird das noch viel besser. Ah, okay. So, bei mir ladet es... Ah, jetzt ladet es wieder. Sehr gut. Ja, bei mir auch. Du bist das Labyrinth ist einfach so ein Hügel mit so in der Mitte quasi vier geteilt. Also wie so vier Stücke Kuchen, kannst du sagen. Ah, okay, ja, das ist leicht zu finden.
Wahnsinn. Also leicht zu entdecken. Sagen wir es ja so aus. Zu finden ist wohl schwieriger. Ja. So, lade, danke. Was haben wir hier? Oh, hier vier blättrige Kleeblätter. Ich bin Glückspilz. Oh, cool. Hier sind Hühner. So, ja, ist aber lade, danke. Wow, fettes Loch. Das Gute ist, gegen Ende weiß ich, dass wir einfach zum Spawn gehen können. Ah, das ist cool. Nichts Besonderes. Ist das was? Ah, ne, schade. Okay. Ah, jetzt häng ich den Baum fest. Ich auch rauf. Also ganz gut zu finden ist sowas halt einfach, indem man manchmal auch in die Schluchten reinschaut. Weil dann ist er einfach so mit Stonebricks bedeckt. Ah, in der Fläche. Okay. Jetzt hab ich's. Alter, der hängt gerade so sehr nach dem Server bei mir. Ja, super. Mir hält sich einigermaßen in Grenzen. So, haben wir hier was? Und das Licht. Hier ist ein Sumpfgebiet. Oh, hier ist ein. Aha. Ja. Internet Server Error. Macht man immer. Oh, ja. Aha, was ist das denn? Oh, Alter. Haben wir schon so reagiert? Könnte das vielleicht was sein? Ja, so ist. Decorative Mason Blitz sind hier. Ja, dann ist das das. Ah, okay. Jetzt komme ich da nicht drunter. Ah, doch, jetzt. Okay, ja. Ich schaue mal ganz schnell hier nach. Aha. Dann setze ich mal kurz. Wow. Da kam gerade Gravel runter. Setze mal kurz das Portal dahin. Ah, das wäre gut. Okay. Wo bist du? Moment, ich muss mal kurz einen Cut. Ah, doch nicht. Irgendwie ist gerade mein Timer gestartet. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht in der Aufnahme gehört. Ansonsten. So. Oh, Feuerbeetle. Jo. Also, kurzer Tipp. Ja. Am besten hier schon mal in der Mitte einen Waypoint setzen. Ah, okay, Moment. Dann packe ich da das Portal hin und. Maze. Und obwohl, du hast das Portal dabei, stimmt. Ja, vergiss es. Vergiss es, wenn du die Portal Gun dabei hast. Ja. So, oh, hier sind die Gegner aus dem Labyrinth, Minotauren. Ah, das ist cool. Ah, lass den Spawner mal stehen. Vielleicht hol ich mir irgendwann mal hier so einen Spawner. Ja. Steel Leaf und Steel Pickaxe. Wir müssen nämlich jetzt erstmal einen Weg in die zweite Etage finden. Mhm. Und das Problem ist, dieser. Ja. Oh, da wieder einer Fall. Alter. Ja, okay, jetzt weiß ich wieder, wie es war. Der Maystone ist zwar nicht unzerstörbar, aber. Ja. Der ist abgedeckt mit der Zwischenlage von Bedrock. Oh, okay. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ja. Ich höre was. Ah, okay, das ist nichts Interessantes, aber gut. Ja, wie sieht's hier aus? Hier. Sitzt's. Oh, ich hab den Eingang wieder gefunden. Ah, okay, da ist nichts, da ist auch nur die. Wollen wir mal mit dran machen, wer zuerst den Weg in die nächste Etage findet? Ja, gerne. Oh Gott, ich hasse diese Zackenbeetles. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Oh, doch nicht, schade. Oh, die hasse ich, diese Pinchbeetle. Ich habe es. Ah, ich auch. Lol. Das war gleichzeitig. Gut, ich mach auf. Jo. Oh. Oh. Na? Ja, die können jetzt nichts gegen uns. Jo. So. Ja. Das Reinkommen ist ein bisschen tricky. So, jetzt heißt. Ja, hier sind Ghostblöcke. Aha, okay. Ist hier was Interessantes vielleicht? Oh, mehr Slimes. Ja, ich hab auch nichts.
Hier ist noch sowas. Okay, hier auf der Ebene müssen wir jetzt einen dicken Minotauren finden, in so einem Pilzraum. Der ist eingesperrt, aha, der Pilzraum. Okay. Boah Gott. Ich spiele so ein Beetle. Das ist... Hier ist ein Fackelraum. Ja, hier ein Minotaurer. Okay, das sind irgendwelche Viecher. Ja, ich werde gerade wieder von seinem Scheiß. Oh lol. Ey, lass mich los. Lass du mich los. Okay. So. Okay, ich könnte theoretisch gesehen jetzt auch noch ein Uncrafting Table craften. Ich habe gerade so einen Maze Map Fokus bekommen. Oh, cool. Ich habe hier einen Pilzraum gefunden. Ist der auch zugesperrt gewesen mit Fences? Nee, der ist frei. Ja, das ist aber nicht der Raum. Okay. Der muss mit Fences zu sein. Aha. Könnte man einfach. Achso, da warst du schon. Okay. Das ist wieder sowas. Alter, diese Pinch Beetles hasse ich wie die Pest. Ja, also, das, wenn sie einen so aufheben, das ist echt nervig, die dann zu treffen. Ja. Oh, okay, hier warst du schon. Kann ich mich hier durchspielen? Hier ist ein Lava-Kanal, hier ist nichts, hier ist ein Wasserkanal. Okay, hier sind mehrere Tauren, die an mich wieder vorbeirennen. Aha, ist er. Ich will nichts sagen, ne? Ja? Wir sind bei 26 Minuten. Oh, verdammt, das ist. Ja, dann würde ich sagen, habt ihr Glück gehabt, gibt's eine längere Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.